Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silvitcher. Mit mir, dem Potato. Letzten Part haben wir das Winzenmais-Ungeheuer gesehen. Jetzt müssen wir zurück ins Gasthaus, wie ich denke, genau. Entschuldigung. Und ja, du bist jetzt mir mal ärztlich, ist egal. Hilfe! Rette mich, Militele! Nein! Rette mich, Militele! Ja, komm. Ach, weißt du, wir können das gleich mal abgeben, wenn er überhaupt da ist. Aber ich denke mal schon. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Der kann doch auch theoretisch. Okay, doch nicht theoretisch. Wir haben nichts gehört und nichts gesehen. Vellarat. Hallo. Unglaublich, wie die uns hier unten eingepfercht haben. Ich bin wegen der Anzeige hier. Welcher? Der über Kikimore klauen. Ich bezahle, wenn ihr 10 habt. 10 klauen. Euer Gold. Sehr schön. Wir sind eine Stufe aufgestiegen. Das ist auch sehr schön. Und weißt du, was der Wache? Das ist auch sehr schön, wir schlafen. Wir waren jetzt bestimmt so 1, 2 Stunden auf den Beinen, das heißt, wir sind wieder müde und müssen schlafen. Niemand soll sagen, und mit Hilfe! Nein! Rette mich, Militele! So, einfach. What the fuck war das denn? Genau, ich wollte mal die Nacht auf dem Friedhof. Weil, vielleicht, ich sag aber auch noch vielleicht, sind da Echinopsen und Aschen. Ihr wisst, was ich meine. So, aber erstmal muss es Tag werden. Ich habe nicht. Seit. Kann ich. Was ist das eigentlich? Irgendein Diamantring können wir später mal verkaufen. Ich hab. Seit. Kann ich. Ich brauche. Ja. So. Wir schlafen uns. Wir schlafen. Lalalala. So, bis zum Mittag. Ich hoffe, ihr dürft die Fläche. So. Ich hab vergessen zu leveln. Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. Ihr bringt doch nur Ärger. Ich hab vergessen zu leveln. Ihr seid. Kann ich. Ich brauch. Ja. Wir sind gut, nicht wahr? Wir sind richtig, richtig, richtig gut. So, wir haben 2-2. Und das heißt, wir werden. Ja, jeweils die letzte Stufe nehmen. So, das heißt, wir machen sehr, sehr viel mehr Schaden. Und hier haben wir ja alles gemacht, genau. So, hier oben haben wir keinen Platz mehr. Hier auch nicht. Hier können wir die 2 machen. Er ermöglicht gerade Öle herzustellen. Möglich gerade 2-mal pro Jahr, das ist egal. Ausdauerregeneration, ja. Hier müssten wir allgemein mal mehr machen. Jetzt also machen wir einfach mal. So. Nee, komm, das mit den Ölen ist eigentlich schon besser. Wenn wir mal ehrlich sind. Machen wir Öle, genau. So. Da waren wir 2 Minuten wach und. Ja, ne. Schlafen wir einfach nochmal eine Runde.
ein Mädchen. Und du wie einer ohne Arme und Beine. So. Die Musik hier ist auch schon, habe ich das schon mal gesagt. Leuwaden, du dicker Hengst. Ja? Ich fand einen magischen Stein im Versteck der Salamander. Zeigt ihn, Triss. Die weiß über solche Dinge Bescheid. Ich dachte... Ich weiß nichts über Magie. Toll! Toll, Leuwaden! Weißt du, jetzt bin ich extra hierher gekommen, nur um mit der zu sprechen. Ja, ich musste 10 Euro ins Haus geben. Bei Triss hätte ich umsonst schlafen können. So. Das ist auch die letzte Folge für heute, die ich hier aufnehme. Weil. Ist halt so. Vom Regen in die Traufe. Ja, ja. Geh weg, Olle Holt. Wir müssen komplett in die andere Richtung. Aber hier ist wenigstens die Musik super schön. Nein, wir müssen zu Triss. Mein Gott, ey, was, wohin führt er mich eigentlich? Da. So, da haben wir zwei Ausgänge, dann und die Treppe nach oben. Wir gehen natürlich die Treppe nach oben. Hey, Triss. Bitte, ihr könntet etwas Zeit mit Alvin verbringen. Ja, komm, mach einen Kopf zu. Komm, jetzt was, wir schenken dir mal was. Hier. Wirklich ein wunderschöner Ring. Aber? Ich möchte, dass ihr mehr Zeit mit Alvin verbringt. Der Junge... Ja, komm, wir müssen reden. Scheiß auf Alvin! Oh, schade. Gibt's ja, kann man ja wirklich keinen Fan? Ja, maximal so. Fanservice! Woo! Bitte. Ja, ja. Ich fand einen magischen Stein bei einem Salamander. Interessant. Lasst mal sehen. Geralt, das ist ein Telekommunikator. Er hinterlässt Spuren aller Sendungen. Soll heißen? Mit etwas Glück können wir das Versteck der Salamandra finden. Ah ja. Sprechen wir mit Leuwaden darüber. Ernsthaft jetzt? Ich darf jetzt wieder zurückrennen zu Leuwaden? Alvin. Gera. Nein. Aber ich will lernen, wie man... Pech. Den lerne ich nichts. Den Jungen, der ist so gruselig, den lerne ich einfach nichts. Sehe ich nicht ein. So. Wahrscheinlich werden wir irgendwann gezwungen, weil er springt einfach aus Versehen um. Dann ist das Spiel vorbei und... Dann ist sie wenigstens die erste Gefahr weg. So. Gasthof. Und wieder zurück. Was auf, eine tolle Idee. Oh, ich werde gerade angerufen. Wir sehen uns gleich. So, da musste ich mal kurz telefonieren, ne? Ist jetzt aber auch egal. Wir müssen jetzt erstmal darunter. Darunter. Oh,
ich habe halt total lange aufgenommen. Ich glaube, mehr als 6 Stunden. Ritter sollten gegen Ungeheuer kämpfen. Warte, ich rechne gerade. 6 Stunden. Okay, 5,5, 6 Stunden so ungefähr da. Oh, das ist aber schon, ist schon anstrengend sowas. Oh, das muss doch alles gerendert werden dann. So. Ja, ja, was meine Mutter schon so alles lutscht, das willst du gar nicht wissen. Noblesse oblige. Ja, ja, also Noblesse oblige, ich fick dich in einen alter Pickel. Wir haben über die Salamandra. Ach was. Gute Neuigkeiten für uns, hoffe ich. Leider nein. Ihr Einfluss reicht weiter, als wir dachten. Und ihr habt ein Angebot für mich. Warum der Sarkasmus? Die Salamandra haben starke politische Unterstützung. Weder städtische noch militärische Behörden ließen sich dazu bringen, gegen sie vorzugehen. Wie ist das möglich? Ich vermute, es hat mit den jüngsten verdächtigen Erlassen zu tun. Was habt ihr jetzt vor? Wir brauchen Unterstützung. Eine Armeeeinheit oder eine paramilitärische Truppe. Und was habe ich damit zu schaffen? Wir möchten, dass ihr mit unseren potenziellen Verbündeten verhandelt. Wer schwebt euch denn so vor? Die Salamandra haben etliche Leute verärgert. Die Skoyatel, den Orden der Flammenrose. Mal sehen, was sich machen lässt. Wenn ihr Erfolg habt, treffen wir sie hier. Hab ich da gerade was rausgehört? Zwischen eventuelles Bündnis zwischen der Flammenrose und das Goyatel? Ja, hau doch mal ab! Bloh, wer bist du denn? Ach, weibliche Begleitung, ja, ja. Botenfrau. Ja, ganz lustig, Dominik. So. Also zumindest will ich erstmal wieder dass es dunkel wird. Und dann will ich auf den Friedhof. Und es nicht nur einfach so, sondern um. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Ich habe das jetzt gerade wirklich vergessen, was machen. Genau, um auf den Friedhof zu gehen, um da Kikimoras und sowas zu jagen, genau. Ihr seid herzlichst willkommen. Seid gegrüßt. Salam alaikum, mein Herr. Ich brauche Ruhe. Ja. So. Ja, ja, ein ganz ruhiges Plätzchen haben wir hier zwischen den Boxern und der Stadtbewohnerin. Ja, ja, ganz ruhig. So, und jetzt schlafen wir wieder nach ungefähr 2 Stunden, wie wir wach waren. Ich meine, wir brauchen halt den Schlaf, ne? Ja. Mit meinen Waffen schneide ich dich gleich in zwei. So. Wir sind mal wieder die nettesten Herren vor dem Herrn. Der Satz macht sehr viel Sinn. Naja. Zumindest geht's dann weiter. Wo wollt. Warte. Karte! Städtisches Kloake. Friedhofstor. Wir müssen. Einfach da hoch. Schnell! Immerhin. Einfach schnell sein, dann kriegen die ihn nicht. So. Vielleicht hat er noch irgendwas. Sozusagen? Was gibt's, Hexer? Lebt wohl. Lebt wohl. So, dann gehen wir hier raus. Und gehen dann auf den Friedhof eine kleine Nachtwanderung machen. Tupti-dupti-du. Beste Idee. Ever. 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 Ja, hi.
So, komm. Du hast da weg. The Dribble Dill. Und noch einer, der nervt. Ja, komm, gut Blut. Das noch ein Ghoul. Nerv. Du bist verdammt hässlich. Boah, ich weiß doch, wo ich im Sumpf war, die ganze Zeit mit dem starken Angriff die verkloppt habe. Okay, rollen wir uns da weg. Okay, wir können da auch nichts mehr mitnehmen. Leiche eines Mannes, ein Ghoul schwebt dann noch rum. So, also hier sind ist leider nichts von. Oh, greif halt damit an. Was willst du denn? Ja, du kannst eh nichts. Leiche eines Mannes. Okay, wie Sie sehen, ist ja nirgendwo. Alter, hast du mich gerade geboxt, Junge? Okay, hier gibt's keine solche komischen Viecher. Geh mal wieder zurück ins Händlerviertel. Ui. Hey, Ghouli. Ja, das sind jetzt die Ghoulis. Ey. So, wir natürlich bringen die noch alle um. Das gibt nochmal ein paar hundert EP. Und du kannst auch nochmal dran glauben. Wer räumt eigentlich dann später die Leichen weg? Hm, nicht mein Problem. Naja. Da gehen wir jetzt hier raus. Schlafende Runde noch schnell? Im Gasthof? Ne, bei Triss. Wollen wir mal gucken, was näher ran ist.
Map. Geh mal zu Triss, es sind weniger Ladezeiten noch dazwischen. So. Ewiges Feuer, erfülle mein Herz. Bachmann, Kimura. Bachmann. Naja. Meine auch, Junge. Ich werde langsam auch ein bisschen. Mein Kehle ja schwach. Alvin. Triss, ich will pennen. Wird hier endlich mal wieder schöne Musik ist. Triss. Wisst ihr noch irgendetwas über den magischen Kommunikator, den ich euch gegeben habe? Er ermöglicht Gespräche über kurze Entfernungen. Mit etwas magischem Wissen könnte man ihm sicher zahlreiche Informationen entlocken. Wenn die Salamander ihn benutzt haben, um mit ihrem Lager zu kommunizieren, sollte es mir möglich sein, sie zu lokalisieren. Kurze Distanzen, ja? Könnt ihr die letzte Kommunikation überprüfen? Der Kommunikator schickt ein Signal an ein Haus in Vysima. Es ist auf eurer Karte markiert. Gibt es etwas, das ich wissen müsste? Ich habe da so eine Ahnung. Ich überprüfe es. Na gut, seid vorsichtig. Und wir wollen jetzt mal schlafen. Bis zum Morgen. Und gute Nacht. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Gebt Daumen nach oben, abonniert, kommentiert. Bis später.